Menschen sind überall. Auf jedem Kontinent gibt es Siedlungen und man findet uns in den entlegensten Ecken der Dschungel, Ozeane und Tundren der Erde. Unser Einfluss ist so groß, dass Wissenschaftler glauben, die Menschheit habe bleibende Spuren auf die Geologie der Erde hinterlassen. Was wäre also, wenn plötzlich alle Menschen von der Erde verschwinden würden? Ohne Wartung würden einige unserer Konstruktionen umgehend in die Brüche gehen. Stunden nach unserem Verschwinden funktionieren Ölraffinerien nicht mehr und produzieren monatelang Flammen, wie in den Anlagen in Westindien, im Süden der USA und in Südkorea. In U-Bahn-Systemen wie in London, Moskau und New York City würden Hunderte von Entwässerungspumpen ausfallen, wodurch die Tunnel in nur 3 Tagen überflutet würden. Nach einer Woche wären die meisten Notfallgeneratoren ausgefallen. Und sobald die Feuer erlöschen, wäre die Erde zum ersten Mal seit Jahrhunderten dunkel. Nach dem ersten verheerenden Monat würden sich die Veränderungen verlangsamen. Innerhalb von 20 Jahren würden Gehwege von Unkraut und Baumwurzeln aufgerissen und die gefluteten Tunnel würden die Straßen erodieren und zu urbanen Flüssen machen. In gemäßigten Klimazonen würden die Jahreszeiten deren Wasser gefrieren und auftauen lassen und so Pflaster und Beton aufbrechen, ebenso wie die Rohrleitungen in Gebäuden. Nach 200 Wintern wären die meisten Hochhäuser eingestürzt. In Städten an Flussdeltas wie Houston würden die Gebäude irgendwann komplett weggespült werden und sich die Nebenflüsse mit Betontrümmern füllen. Ländliche Gebiete und Vororte hingegen würden langsamer und weniger spektakulär verfallen. Lecks, Schimmel, Käfer- und Nagetierbefall würden jetzt nicht mehr von Bewohnern bekämpft werden. Innerhalb von 75 Jahren würden die Tragbalken der meisten Häuser verrotten und der eingestürzte Haufen würde den dort lebenden Nagern und Echsen als Zuhause dienen. In dieser Welt hätte heimisch eine ganz neue Bedeutung. Unsere Städte sind voll von importierten Pflanzen, die sich nun wild in ihrer neuen Heimat ausbreiten würden. Wasserhyazinthen würden die Wasserstraßen in Shanghai bedecken. Giftige Herkulesstauden würden die Ufer der Themse in London überwuchern. Chinesische Götterbäume würden die Straßendecken in New York City aufbrechen. Und wenn eingestürzte Wolkenkratzer den neuen Waldboden mit Betonstücken füllen, würde der Säuregehalt des Bodens abnehmen, sodass womöglich andere Pflanzen gedeihen würden. Eine solche posthumane Artenvielfalt gäbe es auch im Tierreich. Tiere würden der unkontrollierten Ausbreitung heimischer und eingeschleppter Pflanzen folgen und mit Hilfe der zurückgelassenen Brücken in neue Lebensräume vordringen. Unsere Infrastruktur wäre für manche Tierarten die Rettung und für andere der Untergang. Kakerlaken würden in ihren heimischen, tropischen Lebensräumen gedeihen, aber ohne Heizungen würden ihre städtischen Verwandten wahrscheinlich nach nur 2 Wintern aussterben. Auch die meisten Haus- und Nutztiere könnten ohne uns nicht überleben, abgesehen von einer Handvoll gerissener Schweine, Hunde und verwilderter Hauskatzen. Hingegen würde die geringere Lichtverschmutzung jedes Jahr über 1 Milliarde Vögel retten, deren Zug durch blinkende Lichter von Fernmeldetürmen und Hochspannungsleitungen gestört wurde. Mücken würden sich unaufhörlich in einer ihrer bevorzugten Brutstätten vermehren. Gummireifen, die fast 1000 Jahre halten. Genau wie die Flora und Fauna könnte sich das Erdklima langsam vom menschlichen Einfluss erholen. Nach 35.000 Jahren hätten Pflanzen die letzten Bleireste der industriellen Revolution aus dem Erdboden entfernt und es würde wohl weitere 65.000 Jahre dauern, bis das CO2-Niveau wieder auf den Wert vor den Menschen sinken würde. Aber selbst nach mehreren Millionen Jahren gäbe es noch Spuren der Menschheit. Der Mount Rushmore, der in Granit gemeißelt wurde, würde 7,2 Millionen Jahre überdauern. Dank der chemischen Zusammensetzung von Bronzeskulpturen würden sie über 10 Millionen Jahre erkennbar bleiben. Tief unter der Erde, in Überschwemmungsgebieten vergraben, würden Überreste von Städten als eine Art Technikfossilien erhalten bleiben. Letztendlich würden aber auch diese Spuren von der Erdoberfläche verschwinden. Die Menschheit war nicht immer hier und wird es auch nicht ewig sein. Aber wenn wir uns die Erde ohne uns vorstellen, lernen wir vielleicht mehr über unsere heutige Welt. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten.
Aber was kommt als nächstes? Unter ad.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.